Jo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ne, zu einem neuen Projekt. Und zwar dem Projekt namens Lucky Talks. Und da werde ich ein paar Dinge, die nicht so erfreulich und ein paar Dinge, die erfreulich sind, reden. Das erste ist wegen der Inaktivität. Es lag einfach daran, dass ich einfach mir viel zu viel vorgenommen hatte und ich einfach viel zu viel anderes gemacht hatte und ich mich einfach dann nicht mehr auf meine Schule konzentrieren musste und endlich mal für die Ballade lernen musste und die ich lernen muss. Und deshalb kam halt auch nicht die Zeit, aber es wird jetzt wieder ein bisschen aktiver. Dann die nächste Sache, die ich ansprechen will, und zwar, ja, Pokémon Sonne und Mond ist ja draußen. Ach ja, und ich habe Pokémon Mond durchgesuchtet, von daher. Also Pokémon Sonne und Mond sind ja draußen. Und ja, Pokémon Mond habe ich. Und ich dachte erst, ich werde auf jeden Fall gleich mit den Battles anfangen. Aber es werden erstmal keine Battles kommen. Ich habe noch drei Battles in Planung. Einmal halt das Finale vom Turnier. Und dann halt einfach einmal noch zwei Kämpfe mit meinem Durchspielteam, die ich gemacht habe. Worauf ich auch schon mega Lust habe. Die habe ich auch schon gemacht. Aber ja. Ich wollte mit dem Züchten beginnen und dann habe ich gesehen, ja. Und ich wollte ein Abra züchten und da habe ich gesehen, ich hatte ein Ditto und ich habe gesehen, ich habe, also ganz von vorne, ich habe ein Ditto und ich dachte, das wäre 6 DVs, weil mir nämlich auch der Typ gesagt hat, ja, es hat 6 DVs und ja. Dann habe ich halt getestet und ja, es war nicht 6 DVs und ich habe ihn halt gezüchtet, habe mir nichts dabei gedacht. Man schaltet ja auch erst den Richter frei, wenn man 20 Eier gemacht hat. Ich dachte, ja, wird bestimmt schon ein perfektes dabei sein. Nein. Heißt, ich habe jetzt umsonst gezüchtet. Ja, ich mache noch den Wundertausch Sonntag mit, von daher. Heißt, ich habe auf jeden Fall ein paar Stunden vergeudet. Ja, eine Dreiviertelstunde oder so. Und ja, deshalb wird es auch erstmal keine Battles geben, weil ich will Oras Battles nicht mehr bringen. Es ist ausgelutscht und ja, wenn man es nett sagen will noch. Und zum Züchten brauche ich halt ein perfektes Ditto. Ich habe aber kein perfektes Ditto und ich will nicht bis Januar warten. Und vielleicht hat ja von euch irgendjemand in Sun and Moon ein perfektes Ditto. Also ein 6DV-Ditto, was er mir vielleicht geben will. Also geben würde. Wäre halt voll nett, aber ja. Ist halt bisschen schwer. Sozusagen. Und mein Opponent macht gerade gar nichts mehr. Hat er irgendwie Angst vor meinem Ninetales? Auf jeden Fall. Ja. Was, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was wird kommen die nächste Zeit? Meine Randomized Battle, denn auf die habe ich mit am meisten Bock, muss ich sagen. Es ist einfach so mit einem, also ich habe halt jetzt nur drei rausgebracht, weil ich einfach mehr auf Battle, also auf Wi-Fi Battles konzentriert war. Und ja. Aber das sollte sich auch legen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall vielleicht zweimal in der Woche ein Randomized Battle rausbringen und mehr dann auch nicht. Streamen werde ich immer mal. Wie gesagt, ich brauche halt erst ein perfektes Ditto und solange ich keins habe, ja, wird schwer. Vielleicht stellt mir einer von euch eins zur Verfügung. Wäre voll nett. Und ja. Wie gesagt, wenn einer von euch mir ein Ditto zur Verfügung stellen würde, wie gesagt, es wäre echt hammernett. Denn dann kann ich, dann könnte ich mit denen gleich auch zum Züchten beginnen und da würde die halt schneller Battles sehen, ne? Es wäre ja auch nur zugunsten von euch, ne? Und ja.
Wie gesagt, ich will jetzt irgendwie auch nicht arrogant sein und nein, ich will einfach nur, dass die Battles so schnell wie möglich losgehen, weil ich einfach mega Bock habe zu züchten. Es ist einfach wirklich so. Ich habe mega Lust zu züchten, aber ohne ein Ditto geht's halt schlecht, ne? Und deshalb, ja. Ja, mehr brauche ich gar nicht mehr sagen. Es kommt vielleicht bestimmt irgendwann noch mal ein paar Lucky Talks, aber das ist jetzt auf jeden Fall der erste. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute kommt sogar noch der Kampf, also der Finalkampf vom Turnier. Und da würde ich sagen, macht's gut und ciao.